So, da sind wir wieder. Folge 5 steht an. Herzlich willkommen an alle. Dann wollen wir mal laden und dann wollen wir mal zusehen, dass wir unsere kleine Bahn weiterbauen hier. Ja, da verbinden wir als erstes mal das Stahlwerk mit dem Kohlemine und mit dem Eisenbergwerk. Eisenerzbergwerk. Bahnsteige. Dann haben wir dann hier 1, 2, 3, dann machen wir da auch 3. 1, 2, 3. Und hier machen wir das auch so. 1, 2, 3. Gut. Dann brauchen wir noch einen Zug. Machen wir das hier mal zu. Und dann auch das Depot. Die Lok auswählen, wenn man die gleiche wie vorhin, der andere Zug auch hat. Dann Schüttgut. 1, 2, 3, 4. Und dann reicht das schon, weil wir mit 56 km/h hatte ich schon schwer zu ziehen. Die kann nicht voll fahren mehr. Aber unsere Gleise sind auch nicht viel schneller. So, dann den Fahrplan aufgestellt. So, und zwar brauchen wir 200% Eisenerz und 50% Kohle. Das heißt, wir fahren einmal hier hin, entladen dann dort. Und 200% Eisenerz bedeutet, wir fahren einmal dahin, zweimal dahin, dreimal dahin und viermal dahin. So, dann müsste das passen. Jetzt noch hier schnell 100% Beladung eingestellt. Erzbergwerk, nochmal Erzbergwerk. Jo, gut, das ist eine neue Linie natürlich. Nehmen wir gerade ein. Das ist ein GZ für Güterzug. Erz, Kohle. Bis der hier weg ist, aber dann müsste das klappen. So, hier vorne vor wollte ich noch ein Signal hinsetzen. Ein einfaches Signal, ja. Weil, wenn der Zug hier reinfährt oder drinnen ist, der von hier unten kommt, dann kann der schon so weit vorfahren bis dahin und dann kurz da rein. Gut. Start haben wir den. Das Fenster erstmal zu. Verlässt Depot. Na, jetzt kriegen wir den nicht mehr angezeigt. Jetzt habe ich da ein Dingens hingemacht, sehe ich gerade. Wegzusatz entfernen. Geht nicht. Signal entfernen ist auch nicht da. Da müssen wir gerade das hier machen. Und dann wieder schnell das Gleis dahin bauen. Gut. Wie fährt der denn noch so? Ja. Habe ich den nicht zuerst zur Kohle geschickt und dann zum Bergwerk? Zum Erzbergwerk? Dass es dann klappt. Das Fenster mal da. Und dann wollen wir hier eine Straße bauen und wir werden dann den Stahl mit dem LKW 60 km/h wegbringen. So.
sieht das ordentlich aus, oder? Ja, komm, mach mal so. Dann ein Depot da hinten hin. Das müsste der gleiche Bahnhof sein oder Haltestelle. Dann hier müssen wir hin. Zum Autohersteller. Und da müssen wir auch eine Straße bauen. Das noch da. Und da müssen wir auch eine Frachthof bauen. Keine Haltestelle. Die Haltestelle können wir später bauen. Und dann brauchen wir noch vom Autohersteller zum Autohaus auch noch einen Frachthof. Gut. Dann haben wir das. Dann brauchen wir das Depot als nächstes. Fahrplan. Und zwar von hier 100% beladen. Fahrplan eröffnen und der geht von hier auch zum Autohersteller. Noch da. Das erste müssen wir auch 100% beladen und das gibt auch eine neue Linie. LKW Plastik. Das auch und der kann auch starten und dann brauchen wir noch ein LKW mit Autos drauf zu stellen. Machen wir auch einen Anhänger hinter und dann wieder ein Fahrplan und der geht hier los und fährt nach oben zum Autohaus. Da. Gut, das muss auch 100% sein oder ne, da lassen wir mal lieber die 100% weg, sonst blockiert er uns nachher das. Der ist ja ziemlich lang unterwegs, der wird wahrscheinlich sowieso voll fahren. Und das müssen wir dann halt beobachten. Gut. Und habe ich die Linie jetzt geändert? Ich glaube nicht, ne? Starten wir das, aber den können wir auch noch hier ändern. Oder habe ich überhaupt keine Linie gemacht, ne? Mhm. Auch schön. Das hätte ja gut geklappt. Fährt er jetzt so? Wer ist das? Das ist der Stahltransporter. Fahrplan. Neue Linie. LKW. Auto. Gut. So, jetzt haben wir das richtig dann. Okay, und dann machen wir das mal zu. Da haben wir eine Pluszahl. Schüttgut ist geladen.
Na, da müssen wir mal schauen, wie steht's bei dem Stahlwerk, wie sieht's beim Stahlwerk aus? Das war der Bahnhof. Das ist das Stahlwerk. Wir haben Kohle da und da kommt jetzt die nächste Ladung Eisenerz, will ich mal hoffen. Lassen wir mal schneller laufen. Jo, und da wurde produziert. Sein, dass wir hier bei dem LKW nicht 100% eingegeben haben. Bei dem Stahl-LKW. Linie ändern? Nee, Stahlwerk Betriebshof 100%. Ah ja, das Stahlwerk hat eben. Natürlich mehr Stahl, klar. Dann müssen wir nachher mal gucken, ob wir da mehr Stahl dann befördern können. Wie sieht es hier beim Autosteller aus? Kunststoff ist da, Stahl kommt, Autos werden produziert. Wunderbar. Und hier müsste jetzt 34 Autos warten. Das müssen wir dann mit der Zeit optimieren. Haben wir 162, 155 Kubikmeter. Da werden wir dann wohl noch mal ein paar LKWs mehr machen können. Machen wir hier einen zweiten LKW. Kunststofftransporter und Kunststoffanhänger. Fahrplan vorhanden, muss man den hier aussuchen? Nein, doch. Hier ist die Plastiklinie. Und starten wir die Plastiklinie. Und dann brauchen wir noch einen LKW für den Stahl. Und dann machen wir noch einen LKW für die Autos. Fahrplan. Und da oben. Autos. Und dann starten wir. Gut. Gucken, wie es da aussieht. Das ist der Auto, Frachthof. Und hier kommen immer Autos an, die werden auch schön verkauft. Wunderbar. Ja gut, die Kette dreht sich erstmal auch. Die müssen wir sicherlich noch ein bisschen optimieren. Aber fürs Erste soll es da gut sein. Jetzt müssen wir nur gucken. Hier der Bahnhof. 90 Tonnen Stahl wartend. Okay, der ist natürlich voll. Das Stahlwerk produziert aber gerade immer so. Wie sieht es hier aus? Der kriegt gerade Öl und blockiert natürlich jetzt alles. Fehlt's denn hier? Am Öl fehlt's. Wieso bekommen wir kein Öl? Was fehlt denn hier? Öl ist doch da. Wer
fährt denn da hin und blockiert das? Kunststoff. Durchgefahren und der ist auch durchgefahren. Warum das eben nicht war, weiß ich nicht. Okay, nichtsdestotrotz wird wohl funktionieren erstmal. Gut, das soll Folge 5 erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei sein würdet. Recht herzlichen Dank und bis dahin. Tschüss.